Hallo meine Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute starten wir mal wieder mit einem Drogerie-Haul durch. Wir waren gestern mal kurz shoppen bei Müller und ihr kennt mich, da muss ich natürlich immer mal durchschauen, was es so gibt, nicht? Und ein paar Sachen mitnehmen. Und ich habe den Essence-Ausverkauf entdeckt. Da musste natürlich auch ein bisschen was mit. Ich habe hier alles in meiner Tüte und ich würde sagen, wir starten direkt durch und ich ziehe einfach mal raus, was wir so mitgenommen haben. Genau, als allererstes habe ich mir neue Sohlen mitgenommen für meine Winterschuhe. Das sind jetzt mal Filzsohlen. Jetzt das letzte Mal hatte ich so Wollsohlen, waren das, Lammfell oder irgendwie sowas. War nicht schlecht, aber die sind jetzt schon durch, weil die habe ich jetzt einen guten Monat drin und da ich jeden Tag viel spazieren gehe, mussten neue her. Jetzt habe ich mal die mit Filz. Schauen wir mal. Die gut sind oder nicht. Dann durften zweimal mit neue Wattepads von Duchesse Duo-Qualität, fusselfrei. Fusselfrei, genau. 25% Plastikeinsparung. Ja, keine Ahnung, die habe ich glaube ich jetzt noch nie gehabt, aber das ist mir eigentlich immer relativ egal, welche ich da nehme. Aber ich mag es einfach lieber mein Augen-Make-up. Als Erstreinigung sozusagen mit dem Wattepad, weil da komme ich nicht so gut klar mit den wiederverwendbaren, die ich habe. Die nehme ich dann lieber so für Toner oder sowas her. Deswegen durften die zweimal mit, die waren noch runtergesetzt, da hat eine Packung 50 Cent gekostet bei Müller. Dann durfte einmal Lind, das hat mein Mann eingepackt, und zwar ein Vileda Glitzy. Und zwar rostfreier Stahl, leicht ausspielbar, nicht geeignet zur Reinigung von empfindlichen Oberflächen. Ja. Das ist so, ja halt so Blechreiniger, Pfannenreiniger, wobei ich mir da noch nicht so sicher bin. Ja, aber wir werden es ausprobieren. Genau. Dann durfte einmal mit von Scholl neue Ersatzrollen für den Hornhautentferner von Scholl, den wir da haben. Das sind jetzt die Expert Care, speziell geformt für die Ferse. Ja, die haben wir eigentlich immer da. Jetzt haben wir mal wieder die genommen. Wir haben da schon die unterschiedlichsten gehabt. Aber das Gerät ist wirklich super. Das haben wir jetzt auch wirklich schon länger, das Gerät. Deswegen, da ist das ganz cool. So, dann durfte mit, ich glaube, das hat auch mein Mann mitgenommen, ein Fußbalsam von Barfuß. Genau, und der ist mit Shea Butter, Sojaöl und Jojobaöl für trockene und beanspruchte Füße, beugen rau und strapazierte Haut vor. Glycerin, Allantoin und Ringelblumenextrakt spenden sofort intensive Feuchtigkeit bis zu 24 Stunden. Ja, also Duft Melone und Grapefruit. Riechen wir mal dran. Ich rieche jetzt erstmal nichts. Ja, ja, riecht leicht melonig, süßlich, ja, zitrisch, ja, riecht nicht schlecht. Wir werden es ausprobieren. Für die Füße, das ist immer ganz gut. Die habe ich jetzt dieses Jahr mir auch vorgenommen, ein bisschen mehr zu pflegen und da bin ich auch schon ganz gut dran. Dann durften mit zwei, ich glaube sogar noch ein Deo-Roller. Da kommt dann bestimmt noch Deo-Sprays. Da mag ich eigentlich Rexona am liebsten. Die kaufe ich eigentlich immer. Das hatte ich jetzt noch nie. Rexona All Day Protection to Move More. Daisy Power. Dermatologisch getestet antitranspirant. Das ist einmal das. 48 Stunden Schutz vor Achselnetze und Geruch. Ja, also 48 Stunden sollte man vielleicht lieber zwischendrin mal duschen. Aber okay, ich habe jetzt auch noch nicht dran geschnuppert, weil das mache ich momentan eher nicht in Läden. Ja, riecht leicht blumig. Und dann habe ich noch mitgenommen Rexona Motion Sense Invisible Agua, 48 Stunden Anti-White Marks and Yellow Stains. Ja, also Rexona, die mag ich eigentlich wirklich am liebsten. Die nehme ich eigentlich immer her, wenn ich wirklich arbeiten gehe. Weil dann bin ich halt doch 7-8 Stunden momentan weg. Zwar nicht täglich, aber trotzdem, genau. Und dann habe ich mir noch einmal einen Deo-Roller mit hergenommen. Den mag ich, sowas mag ich ganz gerne abends nach dem Duschen. Das ist jetzt einer von Fas Sensitiv, 48 Stunden weißer Moschusduft. Habe ich jetzt auch noch nicht dran gerochen. Schauen wir mal. Kugel lässt sich.
Ja, also da rieche ich jetzt auch nicht so viel. Also das ist, glaube ich, ein sehr, sehr, ja, sensitiv halt. Geringer Duft, genau. Aber das mag ich immer ganz gerne, solche Roll-Ons, so nach der Dusche oder so. Oder für Tage, wo ich halt wirklich zu Hause bin und nicht so viel am Weg bin, weil das passiert ja in letzter Zeit doch eher häufiger. Genau, dann durfte mit, dann habe ich mir einmal eine Handcreme ausgesucht und zwar von Fenial. Und da stand jetzt drauf, klassischer Fenialduft für normale und trockene Haut. Genau, von Fenial habe ich noch nie eine Handcreme gehabt tatsächlich. Und meine Mama, die hat Fenial geliebt. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt kaufe ich mir die mit dem klassischen Fenialduft, weil das erinnert mich an meine Mama. Aber jetzt habe ich die gestern Abend zu Hause mal so geschnuppert. Und ich finde, die hat überhaupt nicht den klassischen Fenialduft, so wie ich mich dran erinnere, witzigerweise. Das Deo, den Deo Roller, den ich da habe, der riecht eher nach Fenial, der normale Duft. Also bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber ich finde, es riecht nicht nach dem typischen Fenialduft. Aber es ist sehr, sehr reichhaltig, habe ich gestern gemerkt. Mit natürlichem Öl, genau. Mandelöl und Shea-Butter. Shea-Butter mag ich sowieso sehr, sehr gerne. Ja, wird verwendet. Dann durften ein paar Masken mit. Schauen wir mal. Und zwar habe ich jetzt einmal mitgenommen von Merz. Das war irgendwie neu. Absolute Pure Vitamin C, Bambus und Limettenöl. Und das fand ich irgendwie ganz interessant, weil da ist hier oben ein Puder drin und das steht jetzt da. Absolut Pure Maske mit 2-in-1-Füllung reinigt die Haut pur und tief und pflegt sie intensiv. Natürliche Peelingkörner aus Bambus klären und mattieren das Hautbild. Bei regelmäßiger Anwendung können sie Unreinheiten vorbeugen. Ja, und dann steht da, die Packung vom unteren Land leicht aufrollen. Aha! Also das rollt man dann auf und dann geht dann die Flüssigkeit von da in das Puder da. Dann alles gut vermischen, 5 Minuten einwirken lassen. Die Naht platzt durch. Lalala, oben öffnen, Maske mit warmem Wasser abspülen und mit Water mit einem Kosmetiktuch abnehmen. Also da bin ich sehr gespannt drauf. Sollen wir die zusammen probieren? Ich weiß nicht. Lasst gerne mal einen Kommentar unten da. Also das finde ich super interessant. Mal schauen, ob die gut ist. Sowas mag ich ja gerne. Dann habe ich noch eine von Merz mitgenommen und zwar die reinigende Maske mit weißer Tonerde und Zink. Verfeinert das Hautbild und beugt Mitessern vor. Und ich mag die von Merz eigentlich ganz gerne, ist auch eine Zweifachanwendung, ne? Einmal oben, einmal unten. Und ich mag eigentlich so Sachen mit Tonerde und so mag ich eigentlich ganz gerne mal zwischendrin. Weil ab und zu habe ich doch mal so ein bisschen Probleme, ne? Mit der Haut. So, genau, dann habe ich noch eine mitgenommen und zwar von Terra Naturi. Ich glaube, da hatte ich noch nie eine Maske. Und das ist jetzt die Golden Milk Maske mit Bio-Kurkuma. Milchbestandteile liefern der Haut Feuchtigkeit. Shea-Butter, wieder mal, pflegt die Haut intensiv. Ja, sanft einmassieren, genau. Ja, also die Verpackung sieht auch total schön aus, ne? Ja, also ich bin gespannt. Terra Naturi hatte ich, glaube ich, noch nie eine Maske. Die wollte ich mal ausprobieren, weil die sah irgendwie nett aus. Dann habe ich noch eine Creme mitgenommen und da habe ich aber mal so eine kleine mitgenommen. Und zwar ist das Pflanzenkosmetik von Müller. Propolis-Creme für strapazierte und feuchtigkeitsarme Haut. Ja, und da konnte ich jetzt natürlich, die ist sogar noch zu, da konnte ich noch gar nicht rein riechen oder probieren. Ja, riecht halt wie Naturkosmetik, ist eine relativ dicke Creme. Probieren wir mal aus. Die habe ich mir jetzt mitgenommen, weil ich habe jetzt so an den Armen und an den Schienbeinen und so relativ trockene Haut momentan. Und die scheint mir fast wie nur so eine Salbe, so ein bisschen. Relativ reichhaltig. Riecht nach nicht viel. Ja, nach Naturkosmetik halt, so ein bisschen kräuterig. Ja. Ja. Okay, wir werden es testen. Dann durfte einmal mit, das fand ich auch total interessant, und zwar ist das ein 3-in-1 von Garnier Skin Active. Ein 3-in-1 Water Balm, Tag, Nacht und Maske, normale und Mischhaut. 96% Mixtur aus Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs und Wasser. Genau. Und das ist jetzt total interessant, den habe ich gestern schon mal aufgedreht, weil ich gucken wollte. Das ist halt wirklich so ein, ich weiß nicht, ob man das erkennt, es ist halt echt so ein Gel. Und
Es riecht halt so ein bisschen nach Aloe Vera. Ist super leicht. Das fand ich total interessant. Weil ich wollte schon lange mal so eine Gelcreme probieren. So eine, ja. Und die zieht unheimlich schnell ein. Riecht nach nicht so viel. Ja, also da bin ich total gespannt drauf. Und da steht jetzt, die kann man auch als Maske, also Tagespflege auf die gereinigte Haut auftragen. Die Haut ist 48 Stunden mit Feuchtigkeit versorgt. Nachtpflege am Abend auf die gereinigte Haut auftragen. Der Balm füllt die Wasserspeicher der Haut auf und sorgt für eine sichtbar erholte Haut am Morgen. Maske für einen aufpolsternden Effekt gleichmäßig in einer dicken Schicht auftragen. 3 Minuten einwirken lassen, wenn nötig, Reste mit einem Wattepad abnehmen. Nicht fettende Textur, zieht schnell ein, nicht komedogen. Also die fand ich total interessant. Bin ich gespannt. Wird demnächst getestet. Ja. Ah ja, genau. Dann durfte noch mit eine neue Gesichtsreinigung. Und zwar ist das von Cardia Vera, der Eigenmarke von Müller. Perfect Lift. Ja. Ist eigentlich so ab 50, aber das ist mir eigentlich relativ egal. Mit seifenfreier Pflegeformel ohne Mikroplastik, schäumende Waschcreme, sanft reinigend und feuchtigkeitsbewahrend mit Calcium, Oliven und Passionsblumenöl. Die fand ich irgendwie interessant, deswegen durfte die mal mit. Calcium unterstützt den natürlichen Hautstoffwechsel und die Restrukturierung der Haut. Oliven und Passionsblumenöl bewahren die Haut vor dem Austrocknen. Ja. Und reichlich Wasser abspülen, Gesichtswasser verwenden. Ja gut, muss man ja nicht das nehmen. Ja, also fand ich interessant, wird auch getestet werden. So, genau. Und dann bin ich bei der Essenstheke hängen geblieben. Und das nehme ich euch jetzt gerne mal raus. Und das war auch total interessant, weil da gab es ja jetzt den Sale. Und da habe ich wirklich nicht mehr viel bezahlt dafür tatsächlich. Jetzt durfte einmal mit, ich zeige euch den mal, ein Mascara, den ich noch nie hatte. Und zwar ist das der Volume Hero. Und der hat so ein Bürstchen wie meine La Roche-Posay, die ich ganz toll finde. Deswegen habe ich den jetzt mal mitgenommen. Und der hat jetzt noch gekostet, schauen wir mal, Essence Mascara, der hat noch 1,47 Euro gekostet. Also das ist ja wirklich ein Schnäppchen, ne? Deswegen durfte der jetzt mal mit, weil den fand ich interessant. Dann durfte ein neuer Nagellack mit, weil ich momentan mache ich mir wirklich jede Woche eine Maniküre, weil ich einfach Zeit habe und nicht so viel tippen muss und so weiter. Und jetzt durfte mal so ein dunkelroter mit. Das ist wirklich so eine ganz dunkelrote Farbe in der Farbe Don't Stop Believing. Und der Nagellack hat noch gekostet 77 Cent. Und ich wollte jetzt schon länger, habe ich überlegt, mal so ein dunkelrot zu kaufen. Bei Schwarz finde ich immer so ein bisschen arg. Und der sah echt schön aus. Also ich bin gespannt. Das wird die nächste Maniküre jetzt diese Woche werden, denke ich. Ja, und dann durften noch mit, und die haben jetzt jeweils noch 3,47 Euro gekostet. Mal weg. Ich habe tatsächlich noch keine City-Palette gehabt. Deswegen durften die jetzt mit, weil die ziehen ja aus. Und das ist jetzt einmal die Essence Konnichiwa Tokyo Palette. Und da machen wir jetzt mal die Verpackung weg. Genau. Schön ist, dass die alle verpackt sind. Genau. Und da durfte jetzt einmal die Tokio-Palette mit. Voll die schönen Farben finde ich. Das Blau finde ich total interessant. Ja, die anderen Farben sind halt eigentlich so voll meine Farben. Ganz warm und bräunlich. Und ja, bin ich gespannt drauf. Also ich habe immer nur ganz Gutes gehört von diesen City-Paletten. Und dann durfte natürlich auch die Hallo Berlin noch mit. Da machen wir jetzt auch mal noch die Verpackung ab. Und die ist ein bisschen, ja, kühler eigentlich. Aber auch sehr, sehr, sehr schön, finde ich. Also da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Ja, also ich bin echt gespannt auf die Paletten. Ich finde es auch schön, dass die oben einen Spiegel haben. Genau. Ja, und ich meine für 3,50 Euro. Was willst du da noch sagen? Da mussten sie einfach mit. Ja, und das ist dann einmal alles, was ich so geshoppt habe gestern. Ja, es musste einfach mal wieder ein Drogerie-Einkauf her, wenn man doch immer nur zu Hause sitzt und so. Es war total nett, gestern da einfach mal ein bisschen durch die Regale zu schauen und zu schauen, was mich so interessiert. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Ich lasse euch auch noch ein paar Videos hier links oder rechts da. Dann könnt ihr noch ein bisschen weiterschauen.
Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns einfach beim nächsten Mal wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Woche, Tag, Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Ciao, ciao!